Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen... Was? Ramses mit drei Köpfen. Ramses mit drei Köpfen. Genau. Der Ramserberus. Ja, genau. Ja. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir wollen wieder mal ein Maß testen. Das ist ja immer irgendwie, wenn Hannes da ist, gibt es immer neue Maßgetränke. Richtig. Wir sammeln Ideen. Entweder sehen wir was, was es gibt, oder wir versuchen irgendwas selber zu kreieren. Wie die Evil Maß, aber die werdet ihr erst später gesehen, auch wenn wir die schon eher gedreht haben. Aber ich habe letztens so gedacht, wie wär's denn mal mit einer Gletscher Maß? Das ist übrigens Hannes. Moin. Das ist die Jenna. Moin. Also die Shenaya, die kennt ihr bestimmt auch alle. Das tue ich mal ganz kurz weg und zeige euch mal. Gletschermaß, namensgebend dafür war dieses Gletscherwasser. Guckt euch die Flasche an, wie genial das aussieht. Das ist von der Brauerei Schwarzbacher. Das ist nichts Alkoholisches, das ist eine Thüringer Brause. Gletscherwasser, Brause mit Tutti-Frutti-Geschmack. Die ist mega selten geworden mittlerweile. Die wird nämlich gar nicht mehr hergestellt. Egal wo ich war, es war so schwer da ranzukommen. Die war überall ausverkauft. Die haben auch gesagt, die kriegen die gar nicht mehr rein. Und irgendwo in Meiningen im Rewe habe ich noch 4 Flaschen gefunden. Die habe ich mir alle geholt. 3 Stück werden wir heute verbrauchen. Das ist wahrscheinlich auch dein erstes Mal, oder? Ja. Mit Gletscherwasser. Oh ja. Das ist also der Namensgeber, Gletscherwasser. Dann haben wir gleichzeitig gedacht, wir holen uns noch einen Booster Eis dazu, weil das auch farblich passt und vom Thema passt. Wir holen uns ein Bier als Grundlage. Jede Maß muss mit einem Bier anfangen. Deswegen haben wir dieses Benedikta Hell, auch mit einem blauen Etikett, passend zur Gletschermaß. Weil das hell ist, dass das halt so... Ne? Und, was hast du da? Noch passend einen Klopfer. Blueberry Eis. Mit Wodka. Mit Wodka, zugesetzt. Genau. Ja, das war das größte Problem, denn ihr kennt ja vielleicht alle Pfeffi, also Grün, Pfefferminz, Likör, kennt jeder. Aber es gab immer im Edeka irgendwie Blue Ice Mint. Das war also auch Likör, aber statt Grün war der blau. Und der hat immer auch so nach Eisbonbon geschmeckt oder irgendwas. Leider gibt es den gar nicht mehr, haben wir nicht gefunden. Wir hatten jetzt zur Auswahl irgendwie kleiner Feigling mit Peppermint, der war blau, aber das ist ja auch Pfefferminzgeschmack. Haben dann aber das gesehen, kleiner Klopfer, ne, das ist extra auf dem Kopf geschrieben. Der Party Shot mit Blueberry Eis, wie die Shenaya schon gesagt haben. Weil da Eis draufsteht und der auch blau ist, wollen wir den heute mitnehmen. Ist sogar ein gerades Shotglas dabei. Und der Hauptsponsor ist immer noch... Eiskorpions, genau. Nicht der Netgos. Denn der Eiskorpions hat uns wieder mal Bierkrüge, Maßkrüge geschickt, ohne die wir das alles nicht machen könnten. Ehrenmann. Ne? Die packen wir auch gleich mal aus. An die Jenna hat er natürlich nicht gedacht. Nee, aber... Die hat ja so einen schwierigen Maßkrug vom Hannes, aber der muss dafür reichen. Und was wir als allererstes machen, ist natürlich als Grundierung das Benedikta Hell einschenken. Dann machen wir alle auf. Das ist deins. Mal gucken, ob es wieder überschäumt. Nö, macht's nett. Das verstehe ich jetzt aber nicht. In anderen Folgen wisst ihr, wovon wir reden. Hannes hat schon auf. Der hat wieder sein Ehrenmedaillon genommen. Nein. Wie, du hast es mit der Pusterdose aufgemacht. Ja. Übrigens, passend dazu, ihr seht, das ist ja alles so blau gehalten. Blaues Etikett, blaue Limo, blaues Booster. Alles blau. Und die Tonne. Passend dazu sitzen wir gerade auf 3 blauen Tonnen. Weil wir saßen erst da drüben und haben es in die Richtung gefilmt. Da sah der Himmel aber schlimm aus. Also haben wir gedacht, das ist eine bessere Kulisse hinter uns. Genau, der Himmel muss auch passend blau dafür sein. Und hier ist er blau. Ja. Und vorhin war im Prinzip alle. Wir waren komplett schwarz. Das hat gar nicht gepasst. Und wir sind auch blau. Ja. Und die waren ja leer, die Tonnen. Die haben wir uns jetzt ausgeliehen, stellen die natürlich zurück. Aber haben jetzt kurz 3 Sitzplätze jetzt. Genau. Versucht mal eure Maß schön schräg einzuschenken, dass da nichts passiert. So. Das Bier hätte jetzt auch blau sein müssen. Dann wäre das viel lustiger gewesen. Da hätte man Lebensmittelfarbe kaufen müssen, dann wäre es gegangen. Lümmelfarbe, genau. Ja. Lebenslümmelfarbe. So, was war das zweite jetzt? Was hattet ihr jetzt? Ihr wolltet jetzt... Ach, die erste Mal davon die Hälfte. Genau, weil der größte Anteil von den Nebenprodukten muss ja das Gletscherwasser sein.
Ich habe mir gedacht, wir fügen die halbe Flasche Gletscherwasser hinzu, bis man hier bei der Schwarzbacher Schrift ankommt. Richtig. Ach, Schenaya, da kann man nichts mehr sagen. Guck dir das an. Oh, was ist das denn wieder? Wer hat das denn gemacht? Da waren bestimmt noch Beeren drin von der Iveltalmaß. Wir versuchen schon mal hier so zu tun. Da war ich zu schnell. Jetzt färbt sich's. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Sieht fast aus wie eine Isamas. Das ist der Hannes, jetzt wird's grün. Blau und Gelb ergibt Grün. Jo. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sieht aus wie die Isamas. Isarwasser. Hast du vorher mal dran gerochen? Ja. Wie die Limo riecht? Geil. Das riecht nach Kaugummi irgendwie. Tutti Frutti. Alter, wie Bubblegum, Alter. Das gab doch auch immer den Rickles Tutti Frutti in dieser gelben Dings. Das schmeckt wie Bubblegum, das Zeug. Oh, ja, tun das auch mal hier so drüben rein. Warum bringen sie das Zeug nicht mehr? Ich schwör's dir, das ist geil. Ja, das ist ungefähr bei der Schrift, ne? Kann man schon sagen. Das ist ungefähr bei der Schrift. So, Schenaya versucht weiter zu experimentieren, wilde Experimente. Ich brauche eh noch ein bisschen. Ich muss nämlich jetzt hier von diesem Blueberry Eis, der auch blau ist, erstmal hier den Zippel abziehen, da ist nämlich das Glas drin. Das Glas wird ausgepackt. Oh. Ihr wolltet zwei Shots, ja? Ja, genau, zwei Shots rein. Und dann zwei Shotgläser Blueberry Eis wollen wir jetzt hier reinfüllen. Ups. Ui. Das ist aber klein, ja? Da passt ja gar nichts rein. Aber da ist wenigstens diese Prägung drauf, da steht auch noch. Kleiner Klopfer, der Partyklopfer, ne? Cooles Glas aber. Möchtest du das haben als Andenken, zum Mitnehmen? Hast du schon ein Shotglas, irgendwas Cooles? Nee, sowas noch nicht. Weil der Humble hat ja seine Aluminiumstamperl. Ja. Ich habe meine Mittelalterstamperl, ja. Deswegen 2 Zentiliter, 4 Zentiliter, da steht beides drauf. Wir verlosen es wieder, genau. Anni Schenaya. So, jetzt habt ihr's. Wollten wir vorhin nicht irgendwie das dreckige Glas verlosen? Irgendwie schon. So. Da war irgendwas. Alles benutzt. Ich hätte mich ja gefreut über den Eismint, weil der Eismint ja halt auch wie so ein Eisbonbon schmeckt. Hier steht jetzt zusätzlich Blueberry dran. Das wird also wahrscheinlich wieder eine Beerennote haben. Zwei Shots brauchen wir jetzt. Ich schwill mal hier ein. Das hat auf jeden Fall auch die gleiche Farbe, wenn ihr das seht. Jetzt sieht es total schwarz aus mit dem Hintergrund, aber eigentlich ist das richtig schönes Blau zum Durchgucken. Ist das 4 Zentiliter, ja. Das heißt, wir füllen sie rein und es wird einfach noch grüner. Sieht aus wie die Halbmaß. Hulk! Hä? So, ein. Ja, wie die Isamas. Ja, irgendwie, ne? Ja, wie die Isamas. Zwei. Irgendwie ja von der Farbe. Hannes, du als nächstes. Da kann ich auch mal die Direktaufnahme machen hier. Oh, dass da man haben das sieht. Da haben wir 2 CL, dann haben wir 4 CL. Also hast du jetzt 8 CL rein. Haben wir schon das Doppelte. Guck, jetzt sieht man auch die Farbe richtig gut. Weil bei mir hat man die Farbe gar nicht gesehen. Da, guckt euch dieses Blau an, guckt euch dieses Grün an. Die Moosmaß. Ja, genau. Du findest immer neue. Die Halbmaß, die Moosmaß, die einfach nur alles andere Maß. Nee, aber die Halbmaß, die müsste dich eigentlich aggressiv machen. Also, ja, man hätte eigentlich die Eismaß sagen können, fertig, ja, wenn ja, da da Eissachen drin sind. So. Das ist ja perfekt, das geht genau bis zum Ring. Hier geht's auch bis zum Ring. Wunderbar. Und die Schenaya hat wieder mal keinen Ring. Ich also, die ist der Ring. Genau. Zwei. Ich bin der Ring. Schwarz. Und dann habt ihr immer noch euer Booster-Eis. Auch wieder Eis im Titel. Ja. Haben wir noch Beeren da? Haben wir keine mehr? Nee, gut. Leider nicht mehr. Ja, aber das weiß ja keiner. Das ist ja der Insider von der Evil Mars. Ja. Die es vorhin davor gab. Ja. Passend dazu, wer das nicht weiß, das Booster-Eis hat auch eine komplett blaue Färbung. Oh. Man kann das ja mir hier. Wollt ihr das jetzt einfach so reinkippen oder auch mit Shotgläsern? Ja, dass die Leute das sehen mal, wie das ausschaut. Na gut. Jeder kann ja einen Shot einfüllen, dass man auch da die Farbe sieht. Das ist sogar noch heller. Schutzblau. Wie geil. Bei mir wird es jetzt wahrscheinlich nicht so gut zur Geltung kommen. Das ist das Booster Eis, wenn ihr euch die Farbe mal richtig anguckt. Ja, sehr cool. Einmal hier rein. Hannes, hast du deinen schon auf? Ja. Ich filme den Hannes nochmal, weil von der Perspektive hier passt das perfekt. Da ist auch kein Himmel im Hintergrund. Guckt euch die Farbe an. Deswegen soll das. Schutzblau. Vor allem alles ist blau und nur weil das Bier gelb ist, ist das ganze Glas grün. Warum kann das Blau nicht die Oberhand gewinnen? Das ist die Gletscherbars.
Nice. So, du? Nice. Noch ja, Ace? Bei mir sieht man es ja eh nicht. Ja, aber man sieht, wie es reinkippst. Ja, eben. Genau. Und jetzt wollt ihr den Rest mit dem Booster auffüllen. Richtig. Ja. Dann haut halt noch ein bisschen rein, dass das noch ein bisschen süßlicher wird. Blauer wird es ja eh nicht. Aber es wird dunkler. Ja. Es geht schon langsam ins Blaue rein. Wenn man so mehr größer hätten, dann wird es ins Blaue reingehen. Es ist das originale Halbmaß, ja. Wenn ich mir das angucke. Guckt euch die Halbmaß an. Ach, die sieht richtig geil aus. Die Farbe ist geil. Ich finde die Farbe nice. Und wie das schäumt und zirbelt. Guck doch mal, wie es aussieht. Seht ihr das, wie grau das ist? Das sieht so geil grau aus. Ich muss dir ehrlich sagen, ich finde die Farbe geiler als von der Isamaß. Ja, da war ja Saft drin, deswegen war die dann nicht mehr so durchsichtig. Aber das ist immer noch sehr transparent gehalten. Ja, das ist das Gute. Das sieht aber trotzdem noch intensiver von der Grünheit aus, wie die Isamaß auf jeden Fall. Aber dieses Eisbooster, das ist... So, dann Prost. Ich halte es mal da hin, ihr könnt es mal dazu halten. So, Prost. Wir testen die Gletschermoors jetzt hier. Oh. Ja. Schmeckt nicht schlecht. Ich finde 4cl hätten auch gereicht, nur einen Shot rein von diesem Klopferteiler. Hey, wieso? Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie. Es schmeckt geil. Oh, jetzt kommt auch das Pfefferminz. Ja, das Minzige hinterher. Mhm. Zum Nachgeschmack kommt dann das Minzige. Ich finde, das schmeckt ein bisschen wie Zahnpasta, ja. Ja, als wenn du so Zähne putzt und so ein ganz kleiner Mintgeschmack, so eine richtig milde Zahnpasta. Ja, ja, ja. Es gibt ja welche, die brennen wirklich im ganzen Mund und dann gibt es welche, die haben so ein, die sind richtig weiß, du merkst gar nichts und hast einen ganz kleinen minzigen Nachgeschmack. Und so ist das jetzt. Du merkst den Alkohol eigentlich auch gar nicht. Stimmt. Du schmeckst das Bier nicht. Es ist auch nicht zu süß, weil das irgendwie alles sich gegenseitig aufhebt. Das ist also eigentlich sehr neutral und hat dann eine sehr leichte, minzige Note. Im Prinzip, wenn du es trinkst, merkst du das Bier schon. Danach merkst du dann die leichte Abschwächung und dann merkst du dann die Minze. Ja. Im Abgang dann. Hannes merkt alles, ich merke gar nichts. Gut, da sind wir uns wieder einig. Die Minze kommt aber wirklich. Im Nachhinein kommt es dann, die Minze dann zur Geltung. Ja. Hey, da brauchst du auch kein Mundwasser mehr beim Küssen. Ist doch auch. Warte mal kurz. Probier mal aus. Ich trinke mal kurz ein Gläschen. Ich glaube, was da hilft, ist, dass man noch ein Shotgläschen reinmacht, weil ihr habt ja gesagt, man hätte nur eins nehmen sollen. Und ein 4cl. Das heißt, wenn wir zwei hatten und ihr sagt nur eins, dann heißt das ja noch eins dazu. Ach so. Das sind ja dann also drei. Da verändert sich die Farbe und wird auch noch ein bisschen dunkler. Und dann haben wir restliche Booster noch mit rein. Weil das hat ja eigentlich... Nein, wir wollen ja irgendwann fertig werden, wenn du Booster reinkommst. Du hast da noch Booster drin? Okay, alles klar. Ja, den Rest vom Booster noch reinholen. Bei mir ist schon alles leer. Die hatte so ausgetrunken. Was macht denn dein Glas? Die hatte so ausgetrunken. Hat alles meins gepasst. Passt jetzt auch rein, ja. Es ist wieder mal alles leer geworden. Perfekt. Ja. Perfekt gemacht, alles. Nee, da ist noch was. Guck mal, deins hat seine Farbe gar nicht geändert. Es ist immer noch grau, der Krug. Ne? Hier ist was Blaues. Genau. Das ist blau bei mir. Aber jetzt sieht es wirklich aus wie so Mundwasser hier. So, wie heißt das immer? Klerasil, nee, das ist gegen Pickel, glaube ich. Halt was anderes. Das ist die Klerasilmaß. Jetzt haben wir es gefunden. Ja, aber eigentlich wollte ich ja, eigentlich wollte ich ja den Shot reinmachen, weil damit da noch ein bisschen Würze reinkommt. Jetzt haben wir ja wieder alles mit Puste aufgefüllt, aber egal. Dann Prost, Hannes. Prost. Prost. Hey, das ist eine geile. Wir werden den Rest jetzt hier noch trinken gemütlich und habt ihr auch schon mal eine Gletschermaß getrunken? Wahrscheinlich nicht, weil das werdet ihr nirgendwo finden. Ich habe die letzte Flasche auf der ganzen Welt. Kaufe ich jetzt bei eBay für 1.000 Euro. Und wenn ihr noch andere Ideen für eine Maß habt, schreibt es mal rein. Es wurde ja auch mal die Pfeffi-Maß gesagt. Haben wir auch gemacht. Ja. Und seid kreativ. Wir können ja versuchen, das mal umzusetzen. Wenn wir uns wieder sehen, gibt es auch wieder Maß-Folgen. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes, euer Jenner. Ne? Ciao. Macht es gut. Und haut rein. Ah.
Jetzt schmeckt es ja noch milder. Ja, wie schon. Aber immer wieder so ein bisschen Zahnpasta, so ein kleines bisschen ja, so minzig. Das, ich glaube, das macht die Minze auch irgendwie. Natürlich macht es die Minze. Die Minze ist ziemlich kräftig im Geschmack danach. Ja, absolut. Und das merkst du auch. Ja. Du merkst zwar das Bier auch am Anfang, wenn du runterschluckst. Wenn du trinkst, merkst du das Bier etwas raus. Ja, hier ja. So ein bisschen, ja. Merkst du das Bier raus und dann haust du auf einmal rein, erst gar nichts und dann haust du auf einmal rein mit der Minze. Ja, aber das heißt ja, es ist eine sehr leichte Maß. Also ja, natürlich. Doch. Jetzt hat es die Aufnahme wieder abgebrochen hier. Hannes mit der Sauerei jetzt hier. Aber genau. Wir wollten euch ja eigentlich noch zeigen, das ist das Gute. Immer wenn ihr am Spielplatz dreht, da gibt es so einen Bären, der guckt euch an. Da könnt ihr hier den füttern. Einmal so, der Bär freut sich immer. So, peace out, Vorhaut. Euer Bärli.